alle den Konsequenzen unseres Machtkampfes stellen. Die Tiefsteinkrypta gewährte Eramis weiteren Zugriff auf die Dunkelheit. Doch es war kein fester Griff. Ihr Verlust ist unser Gewinn. Denn die tiefsten Geheimnisse Europas sind jetzt zum Greifen nah. Ja, nice. Ja, es gibt jetzt 5 neue Änderungen, die reingekommen sind ins Spiel seit gestern. 2 neue Exo-Quests, Sabotagezonen, so viel ich weiß muss gleich nochmal, oder Schattenzonen, der Raid und, ich glaube, war es das schon? Ich weiß gar nicht genau. Ich werde gleich mal ein bisschen was vorlesen. Jetzt wird jetzt hier gleich alles ein bisschen abenteuerlich, weil, wie ihr seht, die Aufnahme hat auch schon ein bisschen komisch angefangen, weil ich wusste nicht, dass das nur so ein kleines Intro kommt für den Raid. Da werde ich noch ein bisschen was erzählen und dann, ja, mal gucken. So, wir gehen jetzt erstmal zur fremde Exo hin. Es ist kein Geheimnis mehr, was in der Tiefsteinkrypta verborgen liegt. Die Verkörperung der Dunkelheit, eingehüllt in die DNS der Vex. Mein Großvater strebte nach ewigem Leben. Er suchte und suchte. Doch am Ende erschuf er es stattdessen. Ich und jeder andere Exo wurde aus seinem Jungbrunnen geboren. Dieser Wahrheit, der Dunkelheit in uns, können wir uns nicht entziehen. Und darum müssen wir sie akzeptieren. Die Hüter, die die Tiefsteinkrypta betraten, erweckten die lange brachliegenden Maschinen Europas zu neuem Leben. Sie tragen ein längst verloren geglaubtes Wissen in sich. Das ist unsere Chance, es uns zu holen. Geil. Ja, da muss ich auch mal rein in den Raid hier, aber das dauert noch. Hier einmal direkt harter Regenquest 1 von 2. Mächtige Kämpfe und heroische öffentliche Events gewähren den größten Fortschritt. Okay. Vereitel die Pläne des Hauses der Erlösung, indem du ihre Reihen ausdünnst und öffentliche Events sowie Patrouillen in der aktuellen Schattenzone abschließt. Okay. Hohe Albedo bekommt man dann. Okay, alles klar. Das ist schon mal neu. Das muss natürlich dann direkt erledigen. Zu Varix gehen wir natürlich auch nochmal eben, weil da ist noch die neue Exo-Quest von der Sniper. Wie gesagt, hier oben muss man hier einmal, die Kriegerin ist nicht, hier oben ist einmal Eventide Ruinen, so, da ist hier einmal das Neue. Hier muss man auch nochmal starten können noch. Ja, es kommt noch ein bisschen mehr dazu. Hier ist auch noch, hier, Schattenzone. Okay, kann ich hier direkt irgendwie starten? Ja. Schattenzone Europa. Okay, ob die Schattenzonen dann sich verändern und so, könnt ihr dann noch bei meinem MO durchlesen. Das ist bei mir jetzt alles hier frisch und alles neu. Ich bin selber noch nicht up to date, deswegen probiere ich das einigermaßen mal eben so hinzukriegen, dass es einigermaßen läuft. Es gibt dann jetzt 2 exotische Exo-Quests. Einmal Scharfschützengewehr und halt das Schwert, was man gerade erspielen kann. Und zwar Schwert ist dann einmal, muss man eben gucken, hier einmal die Klage, das Schwert. Mit der Exo-Quest beginnt man bei Banshee. Da fliegen wir auch gleich nochmal hin. Dann haben wir noch, das sind die Schattenzonen. Das können wir nicht... das ist die Schattenzone. Am Ende des Raids haben die Hüter eine Raumstation zerstört, deren Trümmer fallen nun auf Europa. In der sogenannten Schattenzone regnet dieser gefährliche Weltraumschrott herunter und die Gefallenen wollen ihn aufsammeln und damit irgendwas Böses zu tun. Okay. Ja, das ist einmal hier oben, habe ich dir vorhin schon gezeigt. Bei Varix gibt es ein neues Exotic, Herausforderung und Sabotage-Mission. Endlich, geht es wieder weiter. Alte Geheimnisse, neue Herausforderung hier einmal. Sollte man ab 1230er Power-Level anfangen, sonst ist es wohl etwas schwieriger. Dann kann man irgendwann da so dann die exotische Quest anfangen für Wolkenschlag, die Sniper. Habt ihr ausreichend Sabotage-Missionen für Varix erledigt, erhaltet ihr die Möglichkeit, die Imperiumsjagden mit einer höheren Schwierigkeit anzugehen. So, bei Abschluss dieser Mission besteht die Chance auf das neue Exotic Scharfschützengewehr Wolkenschlag. Okay, das ist also random. Joa, und dann halt noch dies und das. Aber es kommt alles nach und nach. Wie gesagt, man muss jetzt erstmal eben schnell hinfahren. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen, ja, ist auch für mich neu. Wie gesagt, ich habe heute noch gearbeitet. War halt noch 5 Uhr wach, muss man arbeiten bis jetzt gerade. Und deswegen, mal gucken. Alles neu. So, alte Geheimnisse, neue Herausforderungen. Das ist neu hier. Finde heraus, was der Bray Exo-Wissenschaft Energie entzieht. Okay. So, dann natürlich nicht vergessen, hier die Beulen zu mitnehmen. Und natürlich die Herausforderungen.
Ach, hier ist noch gar nicht freigeschaltet. Muss ich wahrscheinlich erst die anderen Sachen machen. Wie gesagt, das fehlt mir ja auch noch. Das habe ich soweit jetzt freigeschaltet, aber da fehlt noch einiges. Und wir wissen ja alle, Beutezüge for the win, deswegen immer alles mitnehmen. Vor allem, wenn ihr viel auf Europa unterwegs seid. Hier haben wir noch Braytech Transponder. Kann ich kaufen. Wird dieser Transponder aktiviert, lockt er Technotrupps des Hauses der Erlösung an, die in der Europa-Schattenzone-Technologie des Goldenen Zeitalters suchen. Okay. Nehmen wir einfach mal mit. Probieren wir einfach mal aus. Was es genau bringt, wird sich zeigen. Aber habe ich ja eben schon erzählt. So, gucken wir nochmal kurz eben auf die Map. Wie gesagt, der neue Raid ist einmal hier. Hier ist einmal die Tiefenstein-Krypta hier einmal. Dann haben wir hier einmal anscheinend wo die Schattenzone. Und hier unten ist einmal die neue Mission hier, alte Geheimnisse, neue Herausforderung. Mit mächtiger Ausrüstung, eigentlich gar nicht schlecht, brauche ich natürlich auch noch, um mich Power zu leveln. Und ja, das wird man alles nach und nach jetzt sehen und nach und nach zeigen. Kommt auch etwas später. Jetzt die Nockheads schnell zum Turm. Oh, ich muss gerade die ganze Zeit... Sorry dafür. Wie gesagt, ich bin komplett out of order gerade. Wie gesagt, ich komme direkt frisch von der Arbeit und kommt jetzt alles reingeknallt. Exo-Quest, alles neu, bam, bam, bam. Ist gerade ein bisschen anstrengend, um ehrlich zu sein. Und, naja, ist halt so. Ist das Leben so? Ja, ist es. So, jetzt habe ich gerade die Seite wieder geschlossen, natürlich auch sehr schlau. Dann kann man in der Tiefenstein-Krypta kann man übrigens eine Kiste solo holen. Da sind dann halt eben Materialien drin und auch eventuell auch anständige Waffen und so. Da könnt ihr solo hinfahren. Esoterik hat da schon was hochgeladen, muss ich auch nochmal ein Video machen. Dann natürlich die Quest anfangen. Also es gibt so viel zu tun. Es ist einfach unglaublich, wie viel es zu tun gibt. Das ist gut, dass übrigens, dass so viel zu tun geht. Ich weiß nicht, es sind sehr viele Sachen jetzt Season Pass exklusiv natürlich, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Was genau, weiß ich nicht. Aber weil ich den Season Pass habe, ist für mich das eh Wumpe. Was gerade zu spielen ist, müsst ihr selber rausfinden. Darauf kann ich nicht großartig eingehen, weil, wie gesagt, ja, das habe ich halt nicht. Ich habe halt die Deluxe Edition, das heißt, alles ist inbegriffen. 4 Seasons und so soll es sein. Das ist übrigens gerade mein Char. Mein zweiter Char, den habe ich jetzt angefangen, den Warlock. Eigentlich ganz schon gelevelt. Ich habe aber gestern und vorgestern eine kleine Pause gemacht, habe nicht viel gespielt. Wir werden mal kurz in die höheren Sachen einsetzen hier, die ich habe. Und mal gucken, auf was ich überhaupt maximal jetzt komme. Wenn ich denn da wirklich alles erwische. Ist egal jetzt, wie der Charakter aussieht. Ist der 1051, habe ich hier schon gekriegt, Spitzenloot. Ja, genau, so soll es sein. Also ich komme jetzt auf 1260 plus den Bonus. Also was links steht, 1248er Ausrüstung, ist mein aktuelles Ausrüstungslevel. Und links steht dann halt plus der Bonus. Müsste ich gleich eventuell noch den Bonus 13 erreichen. Mal gucken. Zudem natürlich habe ich dann noch die Jagd noch erledigt hier. Wo ist denn den Kryptolith-Köder habe ich noch erledigt. Da habe ich alles hier freigeschaltet. Wie gesagt, wählt dann hier einen aus, wo, wenn ihr das noch leveln wollt, wo hier steht, hier steht es gerade bei mir nicht, wo Aufklärungsdaten steht. Dann könnt ihr hier noch Mods einsetzen, dass das noch ein bisschen geboostet wird. Dann geht es ein bisschen schneller. Wie gesagt, ihr müsst dann halt den Köder aufladen. Aber nicht vergessen, hier steht zum Beispiel jetzt Panzerhandschuhe, hier steht Ködermutation, hier steht Beinschutz und hier steht Helm. Es variiert immer und ab und zu steht hier auch Aufklärungsdaten. Das habe ich dann genommen, habe dann immer Aufklärungsdaten hier dann die Leute gelegt, habe dann mehr Aufklärungsdaten gekriegt und habe dann dadurch dann hier bei Akree hier den Kryptolith-Köder gelevelt. Das ging ziemlich fix, ich bin da jetzt mit durch, das ist schon mal ganz gut und dann hoffe ich mal, dass nächste Woche oder so neue Gegner kommen. Mal gucken, aber wie gesagt, man kann hier schon so ein bisschen was farmen und was hinkriegen, wie gesagt, Sachen, die ihr hier freischaltet, geben sogar mächtige Ausrüstung und dann zum Ende sogar noch Spitzenausrüstung. Ach, ich muss eh noch gleich zur Krähe fliegen. Fällt mir gerade so ein. Hoffentlich vergesse ich das nicht. So, hier oben ist auch noch gleich noch die geehrt ab. Die Sniper, die ich schon alle abgeschlossen habe. Außer die kommt jetzt nicht mit 1250. Ja. Doch, gut. Ich hole die jetzt ab. Verehrt habe ich auch abgeschlossen. So, auch abgeschlossen. So, das ist jetzt hier verlorene Klage. Hier einmal die Exo-Quest. Die nehme ich jetzt aber eben nicht an, weil ich dann noch mit... ein Video machen möchte. So, deswegen lasse ich es erstmal so. Auch wollte ich mitnehmen. So, aber ich dachte, hier gibt es die Klage zum Anfang. Nicht für jeden, glaube ich. Bin ich nicht ganz sicher. Weiß ich nicht ganz genau. So, wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt, hier mit einem Teamkollegen zu joinen, dann habt ihr geteilte Weisheit, also EP-Boost, ja, nicht vergessen. Ich habe jetzt gerade keinen dabei, weil die sind alle im Raid. Deswegen gebe ich es mal eben so ab. Hier. Und ich hoffe gleich, dass ich hier noch... Habe ich jetzt schon erledigt hier bei Benji? Nee. So. Ich hole jetzt erst die mächtige Ausrüstung ab und dann zum Ende gehe ich zu Horsthrawn, weil viele sagen, dass Horsthrawn eventuell doch noch Spitzenausrüstung hat. Also das Clan-Engramm hier. Hier steht zwar drauf mächtige Ausrüstung Stufe 2, aber viele sagen, es wäre vielleicht trotzdem Spitzenausrüstung. Das werde ich dann gleich rausfinden. Wenn es nicht stimmt, werdet ihr gleich sehen.
So, wir müssen erstmal Loot abholen. Es ist sehr viel heute, ich weiß. Sehr viel, aber so ist es leider. Oder vielleicht auch ganz gut. So, da haben wir noch eine Waffe gekriegt. Hoffentlich mit... Also eigentlich müssten die jetzt mit 10,50 daherkommen, wie gesagt. Aber gut, erstmal direkt in die Poststelle. Macht aber nichts. So, dann die Verehrte können wir auch mal eben ausrüsten. Die Waffe hau ich mal eben kurz auch weg. So, da haben wir einmal die Verehrt hier einmal, wie gesagt, mit hammergeschmiedeter Drall. Verbesserte Geschosse, dann dreifach, dann einmal mörderischer Wind, Vorpalwaffe, Schnappschuss und hier natürlich auszuwählen, ob jetzt hier der Killtracker drauf ist oder halt, also PvE oder PvP ist. Zur Mod musst du sehen, ja, ich kenne mich mit Sniper überhaupt nicht aus, deswegen vielleicht habt ihr eine Idee, was man als Mod reinsetzen könnte hier. Sonst müsste ich mal googeln, aber ich weiß es gerade nicht. Die werde ich auch nochmal testen, aber die ist jetzt auch freigeschaltet, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. So, die Waffe mit 1250 hauen wir uns auch nochmal kurz ab, die da in der Poststelle gelandet ist. Natürlich, wo soll es denn sonst auch hinfliegen? Die ist heute dann ein bisschen aufgeräumt mittlerweile. 1045 brauche ich nicht mehr. Okay, wieder 1250 ist Hardcap. Ja, dann könnt ihr halt noch erstmal mit Spitzenausrüstung weiterarbeiten. Dann war es das erstmal. So, dann können wir nochmal hier abholen. Bei Lord Shax. Das ist natürlich jetzt auch Lootglück, ne? Ob ich jetzt wirklich auch Loot. Das Glück bekomme. Ich habe vorher aber, wie gesagt, den Jäger komplett gespielt, habe dann alle höheren Waffen rüber transferiert zu dem Warlock hier und habe dann erstmal so gespielt und gelevelt und habe dann zum Beispiel halt meine Schützenlinie auf dem Mond, da könnt ihr halt ganz gut euer Powerlevel hochziehen. Wie gesagt, ich kann es mal zeigen, aber im Video habe ich auch schon hochgeladen. Ich bin dann halt auf den Mond geflogen, habe so lange gegrindet hier oben in der Schützenlinie, bis ich dann, also wie gesagt, hier den Albtraum legen, dann hinten da diesen komischen Ritter, dann könnt ihr rumspringen, Kiste aufmachen, ab und zu kommt dann hochrangiges Ziel. Ja, dann habe ich das alles erledigt, habe meine Rüstung so weit gelevelt, dass ich halt weitermachen kann. Habe dann erst Strikes gespielt, etc., etc., immer so nach und nach. Und das hat gut bis jetzt funktioniert. Also bis jetzt bin ich echt gut durchgekommen in den zweiten Char hier. Und kriege jetzt halt eben schon mein Hardcap-Loot. Das ist schon willst du eine ziemlich Transaktion gut. Durchführen? Hat ihr Lust an? Hardcap-Loot ist ziemlich gut, ja. So, da haben wir jetzt mal Stiefel gekriegt. Ja, jetzt kommt es darauf an, dass ich hier alles auf 1250 kriege. Sorry für meine Sprachfehler, aber wie gesagt, ich bin hundemüde, ist halt so. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. So, jetzt fehlen wir hier noch einmal der Helm und hier unten ein Reif. Okay, bin ich echt mal gespannt, ob ich die Sachen noch kriege. Und gut, hier fehlt natürlich auch noch eine Powerwaffe. Na gut, werden wir schon auch noch irgendwie hinkriegen. Langsam laufe ich auch schon wieder voll, muss man wieder aufräumen. Aber kommt ein Powerlevel auf jeden Fall voran. Das ist schon mal sehr gut, finde ich. Ihr hoffentlich auch. Hier hole ich jetzt aber erst die mächtige Ausrüstung ab und dann zum Ende den Spitzenloot, weil ich natürlich dadurch dann noch ein bisschen Boost bekomme. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe erstmal meine Beutezüge erstmal fertig gemacht. Jetzt gebe ich nochmal eben kurz. Okay, mal eben gucken. So, bei Zavala müsste jetzt eigentlich auch zum Abholen da sein. Ich habe eigentlich immer so gemacht, dass ich immer nur 7 Beutezüge abgegeben habe und dann halt den 8. nicht. Aber warte mal, was ist erzählt? Nee. Gut, da fehlt noch ein Beutezug, den ich abgeben muss. Okay, kein Problem, kriegen wir noch hin. So, jetzt. Bin ich fertig? Ich hoffe schon. Ja, bin ich. Also es ist auch, ob das jetzt was bringt, großartig, weiß ich nicht. Aber ich habe es halt gemacht. Weil ich war mir nicht sicher, ob es dann gecapped wird bei ihm. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden. Aber ich hatte halt Schiss, dass es dann gecapped wird. Und dann kriege ich halt hier jetzt nur 1248er Loot raus oder so. Und deswegen habe ich halt das nicht erstmal abgegeben, die Beutezüge alle, sondern erstmal gewartet. So, eine Robe brauche ich nicht. Das ist schon mal blöd. Das ist wie gesagt Doppelloot. Pech gehabt. So einfach ist das. Jetzt gehen wir mal schnell zum Vagabunden. So, und wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, sorry schon mal dafür. Sonst guckt ihr bei meinem Bruder, steht auch alles. Links haue ich dann, glaube ich, noch in die Beschreibung unter diesem Video, würde ich sagen. Und ja, ja, ich habe echt auch. Also ich habe 2 Tage nicht viel gespielt, wie gesagt. Keine Zeit gehabt. Und naja, jetzt muss ich erstmal wieder nächste Woche alles nachholen, ne? Ganzen Quest machen, etc., etc. Also hab nur zu tun. Hier übrigens, wöchentlicher Beutezug, kommt auch was raus. Hoffentlich auch der richtige Loot. Du, da die Dunkelheit jetzt mit dir spricht, na, 48er Loot. Naja, okay, eins höher. Komm schon. Der Vagabund braucht seine Partikel. 49er Loot, ja, schade. Okay, aber eine Sache höher. Nicht schlecht, ist okay. Gleich mit Leben. Sagen wir es mal so. Der Außerwelt. Hast du in so, hier können wir auch noch mächtige Ausrüstung mit 1250. Oder wieder ein Primus. Muss ich wieder zurückreisen. Mann, 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 sorry dafür. Kann ich da nicht ändern. So, wie gesagt, Beutezüge habe ich alle mitgenommen. Genau, noch einige Sachen zu erledigen natürlich. Und das ist, wie gesagt, mein zweiter Char. Mein dritten Char. Oder, also ich habe ja andersrum angefangen. Ne? Ich habe mit dem
mit meinem Fürst, also mit meinem echten, also mein Titan ist ja mein Main-Char, dann kommt Warlock und dann kommt Jäger. Aber jetzt habe ich erst Jäger weitergemacht, jetzt mache ich Warlock weiter und jetzt ende ich dann beim Titan. Wie gesagt, und sobald ich dann hier mit dem hier fertig bin, mit meinem Warlock, werde ich alle hohen Waffen, die am höchsten sind, zum Titan übertragen und dort dann das gleiche machen wie mit diesem Char. Wie gesagt, erstmal in der Schützenlinie farmen, dann kleine Aufgaben erledigen. Ihr könnt auch, wie gesagt, schon Strikes laufen und so, aber halt am besten nicht abschießen, dass ihr die Spitzenausrüstung kriegt. Und dann so macht man das halt mit Powerleveln. Also es ist eigentlich so ein Standardding mittlerweile. Und das läuft bei mir echt gut. Also kann ich nicht anders sagen. Ich bin sehr mit zufrieden, wie es läuft. Und natürlich mal Beutelskin mitnehmen. Hallo, Hüter. Und überall probieren, willkommen, was abzuluten. Oh, schon wieder eine Robe, ey. Willst du mich verarschen? Unglücklicherweise bringt uns ja, unglücklicherweise, der Sieg genau über die Rotlegion nicht die verlorenen Archive zurück. Ja, das ist halt einfach übel Pech, ne? Jetzt renne ich da einfach rüber, weil mit Quest ist so ein Spiel damit. Wie gesagt, da will ich dann vielleicht ein Video machen. Haben wir schon ein paar Videos gesehen. Also wir müssen ja erst 3 Exos finden, soviel ich weiß. Irgendwie. Die Missionen sind natürlich auch noch alle da. Also, ich meine, es ist zwar schön, dass es so viel zu zocken gibt. Ist ja auch Wochenende, haben sie auch richtig gelegt. Aber, ja, und genau jetzt muss ich arbeiten. Sauber. Läuft. Du gibst einfach nicht auf, oder? So. Hast Gaul ausgeschaltet, den Reisenden erweckt. Ja, und jetzt hört man überall, wie sehr du und dein Clan die Dinge in Bewegung ist immer noch Spitzenausrüstung, wird falsch angegeben, aber es ist immer noch Spitzenausrüstung, auch wenn es nur plus 1 ist. Die Leute erwarten so, immer, das kommt auch, die kleine Gramme nehme ich jetzt auch mit, weil die alle mit 1250 daherkommen. Und Hüter wie du. Und ich hoffe, dass ich alles kriege, was ich jetzt brauche. Nur kein Druck. Oh, hab ich jetzt eigentlich alles gekriegt? Bis später. Und Powerwaffe fehlt noch, ne? Die blöde Powerwaffe fehlt mir noch. Fantastisch. Okay, ich gebe 10% Rabatt. Nein, mir fehlt auch noch der Reif. Oh, gibt's nicht. Spuck aus, warum du hier bist. Da habe ich eine Waffe mit 51 gekriegt. Ja, und jetzt fliegen wir noch kurz zur Krähe, würde ich sagen. Hoffentlich ist nichts vergessen hier. Naja, aber wie man sieht, es läuft sehr gut. Ihr könnt natürlich, wenn euch was fehlt, weil ich fliege erstmal zur Krähe kurz in die Richtung. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? 50% jetzt. Nö. Also ich war der Loot jetzt okay, wie gesagt, 3x Robe gekriegt, das ist nicht so geil, aber ist okay. So, jetzt haben wir hier auch noch bei der Krähe, haben wir natürlich auch nochmal hier Spitzenloot. Nicht vergessen, wenn ihr 3 Zorngeborenen erlegt, bekommt ihr hier auch noch Spitzenloot, den holen wir uns jetzt auch nochmal eben ab. Ich brauche unbedingt eine Powerwaffe. Wie gesagt, wenn euch irgendwas fehlt und ihr kriegt es einfach nicht gedroppt mit dem richtigen Level, könnt ihr hier auch in den Season Pass gehen und könnt euch eventuell dann hier aus dem Season Pass dann den Gegenstand rausziehen. Leider kommt das jetzt alles mit 1249 daher, weil ich noch nicht, wie gesagt, Reif fehlt mir noch und ein Powerwaffe fehlt mir noch. Aber theoretisch, wenn ihr halt irgendwie die ganze Zeit am Farmen seid und ihr kriegt das nicht gedroppt, dann holt euch hier einfach was, zieht euch einfach was raus hier. Das tut nicht weh, macht das einfach. Das ist dann schon okay. Aber wie gesagt, ich ziehe hier erst die Sachen raus jetzt, wenn ich hier 1250 bin, da hole ich mir auch die Dualität raus. Ich habe zum Beispiel auch noch hier nicht irgendwie was eingesetzt, großartig. Das geht auch so klar. Also wie gesagt, ich bin zufrieden mit meinem Level. Ich weiß gar nicht, wie mein Team gerade da unterwegs ist. Alle online, ist ja gut. Oh, was haben wir hier für Powerlevel? Einfach so ein niedriges Powerlevel. Achso, der Powerlevel-Vorteil wird ja aufgelöst. Eigentlich in der Tiefensee-Krypta. Der Tiefensteinkrypta ist ja ohne, ist wahrscheinlich dann ohne Bonus anscheinend, ne? Sieht zumindest so aus. Ah, okay. Das ist natürlich auch so eine Sache. Weil die hatten eben alle ein niedrigeres Powerlevel als ich, das kann irgendwie nicht sein. Die haben alle mehr gespielt als ich. Aber ich glaube, es liegt dann daran, dass, wie gesagt, die halt, dass der Bonus halt weg ist. In der Tiefensteinkrypta. So, da Loot. Wo ist der Loot? Wo weggerutscht? Wie gesagt, hier habe ich alles abgegradet. Hier könnt ihr auch noch Mods kaufen, wie gesagt, die euch dann gefallen, die euch was bringen. Müsst ihr selber durchlesen, was ihr da braucht und was nicht. Natürlich wieder die Beute zu mitnehmen, nicht vergessen. Am besten die, die ihr auch braucht. Immer wichtig, immer alles mitnehmen. Und wenn ihr dann halt so zweit unterwegs seid, dann am besten mit geteilter Weisheit abgeben. So, da habe ich da irgendwann wieder was gekriegt. Hä? Wieso habe ich denn natürlich nicht verloren? Hä? Wo ist der Loot hin? Moment hier. Habt ihr gesehen, wo Loot hingeflogen ist? Ich nicht. Okay. Ich bin mal ein bisschen irritiert. Ich glaube, ich fliege noch mal kurz zum Turm zurück. Sorry dafür. Den Loot muss ich noch mal eben finden. Also, das ist Spitzenausrüstung. Hallo?
Musst du hin? Das war jetzt nicht geplant. War wahrscheinlich schwul, gehe ich von aus, weil eben da hier das vollgepackt war. Ja, und sonst, wie gesagt, guck bitte bei meinen MMO und so. Es ist halt so viel gerade, dass man hier anfangen muss und machen muss. Das ist, wie gesagt, schön, aber es ist gerade so ein bisschen, zeitlich gesehen, ein bisschen doof vielleicht. Oh, mir fehlt hier, wie gesagt, auch noch die blöde Power fehlt mir noch. Reif fehlt mir noch und dann bin ich durch. Ah. Naja, wie gesagt, unten 1240 ist das jetzige Level, plus 13. Kann man schon was mal anfangen. Und nächste Woche bin ich mit dem Schaden auch fertig. Dann hoffe ich, dass die Drops auch so kommen. Der Loot, das mich weiterbringt. Und da geht es halt bis Pinne gecapped, bis 1260. Und dann geht es noch mit dem Bonus weiter. Also eigentlich nach, sag ich mal, fast zwei Wochen jetzt Spielzeit eine gute Quote, würde ich sagen. So. Lade mal rein jetzt. Ja, Stasis muss ich auch noch freispielen. Ja, da habe ich auch nicht alles freigespielt. Da habe ich im Moment hier Wispern des Hedrons reingesetzt. Dann habe ich hier noch Wispern der Gefangenschaft reingesetzt. Und nutze gerade hier noch Eisfackelblitze. Und habe hier einmal Frühlichtfeldgranate reingepackt. So sieht es mal bei mir aus. Da muss ich aber noch Aspekte Dunkelheit Teil 3 zu Ende spielen. So. Da sind die Schuhe. Ah, mit 52 schon. Ja, cool. Vielleicht kann ich mich jetzt schon auf. Ja! 1250, meine Damen und Herren. Das heißt, ich kriege jetzt alles gedroppt mit 1250. Auch die Powerwaffe, weil ich halt dadurch jetzt halt noch dieses eine Level gekriegt habe. Das heißt, ich kann mir jetzt den Reif einfach schön. Eigentlich kann ich mir ein ganzes Paket, wenn ich Bock habe, kann ich mir jetzt ziehen. Aber ich tue mir jetzt erstmal den Reif rein hier. Warte mal. Wo sind denn hier? Wo ist denn der Reif? So, wenn ich das auch mit 1050 habe. 1052. Wo ist denn einer? Seht ihr irgendwo hier einen Reif? Ich nicht. Hä? Das ist nur das Ornament. Was? Ich bin ganz so aufgeregt. Da ist der Reif. So, den ziehe ich jetzt hier raus. Wie gesagt, kommt mit 1250 daher. Die Dualit. Ah, hier Powerwaffen, Granatenwerfer kann ich mir auch rausziehen. Ist der gut? Ich weiß es nicht. Ach, muss ich mir auch rausziehen. So, jetzt habe ich alles auf 1250. Aufgrund, dass ich diesen einen Spitzenhut eben nicht abgeholt habe, ich bin da komplett vollgepackt bis oben hin. Aber wie man sieht, es ist jetzt mein Max-Level gerade, was ich erreicht habe. Jetzt geht es nur mit Spitzenhut weiter. So sieht im Moment aus, mein Charakter. Also ist alles durcheinander, ich weiß. Mein Video ist ja auch hier komplett durcheinander. Aber geht leider gerade nicht anders. Und das war jetzt halt mein Hammer-Video zum Sonntag. Viele Versprecher. Man konnte mich bestimmt auch nicht oft verstehen, aber ich bin einfach hundemüde. So. Ich wollte es aber einfach mal zeigen. Ne? Legt los, Leute. Schnappt euch den ganzen Kram. Ja. Und ich hoffe, ihr könnt euch dann auch den Loot und der ist auch so gut wie bei mir. Danke nochmal fürs Zusehen. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Danke für euren Support vor allem. Bis zum Montag, Dienstag. Mal gucken, wie ich es schaffe. So, tschüss.